heißt John Tese. Oh, und erste Unsicherheit bei Gábor Kiray gegen Faton Toski. Aber das war mal der erste so zu nennende Angriff des VfL Bochum mit der Picke und leichte Unsicherheit bei Kiray. Und da ist das Tor. Fast aus dem Nichts. Und natürlich Giovanni Federico. Ach, und jetzt werden die Diskussionen da hochgehen bei den Münchner Löwen. Erst diese Situation da im Strafraum des Toski. Gut durchgesetzt, Faton Toski. These. Nochmal abgelehnt auf Toski und Weltklasse-Parade von Kiray. Da tauchte ab der Ungar. Das war wunderbar gespielt von These und Toski. Aber Kiray ist der Spielverderber. Was für eine Parade. Jetzt gleich hier. Klasse. Hier nochmal. These. Wunderbar den Körper dazwischen gebracht. Und dann Toski und Kiray. Überragend. Also... da weiß man relativ schnell, wo man steht. Und was für ein Tor! Was für ein Tor! Überragend, dieser Flugkopfball. Das genießen wir nochmal in aller Ruhe. Koplin mit der Flanke und dann schmeißt er sich da rein. Und dadurch Ecke von Maric. Und da geht er hoch gegen Stahl, der da den Finger hebt und sagt, der hat sich doch aufgestützt. Wir gucken mal. Ah, da ist ein bisschen der Arm auf der Schulter. Auch Vinianice, also was ist das denn? Ja, und irgendwas muss es mit diesem Ball wirklich auf sich haben, mit dieser Torfabrik, denn auch bei diesem Schuss von Federico. Nächste Unsicherheit, aber der flattert nicht und nichts. Das ist eigentlich unerklärlich, warum der Salik. Kiray diesmal sicher. Und Sereko geht gleich links. Es war eine Abseitsposition von Chongtese angezeigt. Ferzel kommt also jetzt beim VfL Bochum und da wird die Defensive gestärkt. Faton Toski geht raus. Das durchaus elfmeterwürdig war. Es war der leichte Drücker von Chongtese beim 3:1 gegen Dominik Stahl, wo ich mir, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich sicher bin, ob man das hätte abpfeifen müssen, aber es war zumindest knifflig. Und jetzt macht der Bülow fast das 3:3. Also aufgesteckt haben die hier nie.